Der Schweriner Zoo freut sich über erneuten Nachwuchs bei den asiatischen Löwen. Nachdem die zwei Welpen der Löwin Indy im Mai die erste Nacht nicht überlebten, ist nun die Freude umso größer. Am 9. Juli brachte die 11 Jahre alte Zwillingsschwester Heidi zwei Jungtiere zur Welt. Die Löwin fand sich sofort in ihrer Rolle zurecht und kümmerte sich instinktiv gut um ihre Babys. Der 7 Jahre alte Löwe Shapur ist der stolze Vater. In einer sogenannten Wurfhöhle sind Mutter und Jungtiere vorerst abgeschirmt. Das Rote-Liste-Zentrum bleibt für die Öffentlichkeit vorübergehend geschlossen. Die Mutter und die Jungtiere brauchen Ruhe. Zoodirektor Tim Shikora bittet hierfür um Verständnis. Voraussichtlich nach ein paar weiteren Tagen kann das Rote-Liste-Zentrum wieder geöffnet werden. Für den Anblick der Jungtiere müssen sich Besucher noch gedulden.